ist also Stefan Edberg, vielleicht mit dem entscheidenden Aufschlagspiel in dieser Partie. Und es hat gewirkt. Zwei Punkte fehlen ihm noch, dann hätte er es geschafft. Da ist er, Matchball Nummer 4. Nach genau 99 Minuten. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erwischt worden hier von Daniel Vacek. War sich da wohl einen Moment nicht ganz schlüssig, ob er den Ball als Volley oder als Halbflugball nehmen sollte. Aber noch ist nichts passiert. Schwede hat immer noch einen Matchball. Aber auch den fünften verwandelt er nicht. Stefan Edberg hier auf den Spuren von Michael Stich, Fragezeichen. Vielleicht klappt es ja mit Nummer 6. Also der war es dann, Matchball Nummer 6 verwandelt. Am Ende hat der Schwede seine Fans hier in der Halle noch mal ein bisschen zittern lassen. Aber er packt in drei Sätzen, besiegt er Daniel Vacek. Schafft damit erneut den Sprung hier ins Viertelfinale. Und ich sagte das ja gestern bereits, wir träumen ja schon ein bisschen vom morgigen Tag, von diesem Viertelfinale. Es könnte da zur Begegnung Stefan Edberg gegen Boris Becker kommen. Boris Becker muss nachziehen. Wenn Sie von Anfang an dabei waren, wissen Sie, heute Abend 19.30 Uhr spielt Boris Becker gegen Yannick Noah. Da ist er haushoher Favorit. Ja, da sollte eigentlich nicht viel anbrennen. Das war dann morgen.